Herr Brotwurst, Sie haben Gangbekleidung an. Ja, ich bin nämlich zufällig von einer ziemlich harten Motorradgang. REWRMFID. Alter, was für eine Nacht. Geile Fetisch-Helm-Anzug-Jogginghosen-Party. Ah ja, ich hab's genossen. So, wie viel haben wir denn? Herr Butz? Guten Morgen. Warum haben Sie einen Helm an? Warum haben Sie einen Helm an? Waren Sie auch auf dieser Party? Haben wir vielleicht... Wir reden da nicht drüber. Herr Butz, wo ist Herr Gamers Time? Sir, Sie haben Filmriss, oder? Gestern, die Beerdigung. Was? Party. Oh. Herr Gamers Time ist tot. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um dem Verstorbenen... Warte mal, sind Sie der Einzige? Ja. Okay, so ein Opfer. Wir haben uns heute hier versammelt, um dem Verstorbenen Herr Gamers Time von uns zu geben. Er war ein sehr geliebter junger Mann und war sehr... Hallo? Hallo, ich hab dafür viel Geld bezahlt. Hallo? Das war toll. Hallo? Was? Ja. Da oben ist der Gamers Time jetzt. Im Himmel. Gegenüber dem Gebäude. Nee, hier, da oben. Ist ja falsch, weil der wurde ja im Boden beerdigt. Weil Seele ist da. Die Seele ist da oben. Ja gut, ich gehe mich kurz umziehen. Gut, dann müssen wir... Können Sie vielleicht auch von mir hinterher zu laufen mit dieser Beule in Ihrem Schritt? Das ist echt unangenehm. Ich ziehe mich kurz um. Bitte verlassen Sie das Zimmer. Gestern war echt eine schöne Nacht. Bitte gehen Sie. Oh, Herr Butz, fragen Sie mir bitte. Herr Butz, haben Sie gerade etwa im Aufzug eine Flasche Wodka geäxt? Ja, Gib mir dein Milchgeld. Was? Gib mir dein Milchgeld. Ich hab nichts. Gib mir dein Milchgeld. Wieso hast du mich? Wo ist mein Fahrrad eigentlich? Herr Brotwurst, Sie haben Gangbekleidung an. Ja, ich bin nämlich zufällig von einer ziemlich harten Motorradgang. Eine was? Von einer Motorradgang. Wir sind von den gelben Flippern. Er ist der Flipper. Warum liegt hier? Herr Wurst. Kann so eine Motorradgang nicht mega viel Geld verdienen? Ich meine, unsere Firma ist gerade in einer Krise und wir könnten das gebrauchen. Das kann man. Ja, dann, Chef? Chef, wenn das so lukrativ ist, sollten wir unser eigenes Chapter gründen. Verdammte Scheiße, ja! 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 Mein Vater! Meine... Das war auszusehen. Meine Herren, als Motorradgang brauchen wir echt geile Kleidung. Können Sie vielleicht auch mal in Luft zu rauchen? Meine Herren, das hier ist genau der richtige Laden für die Klamotten, die wir brauchen. Auf geht's! Ja, rein da! Was mit dem fetten Opa hier? Hallo? Da muss ich auch einklären, der gehört zu Kane. Hey, das ist Peter, der gehört zu Estot. Okay, meine Freunde. Nachdem wir bei dem coolen Laden Hausverbot bekommen haben, weil ich die Verkäuferin angezündet habe, gehen wir jetzt zu Suburban. Kann ich immer noch nicht verstehen. Das ist nicht. Das ist echt ein richtiger Auf Verlangen. Geht's, Jungs! Cooler, geile Lederjacken und coole und. Wo, hallo? Nein, Mark. Mark, das ist. Mark, guck Mark, dich mal an, das ist doch keine Rocker-Outfit. Das ist falsch, Mark. Rocker! Geht meins eigentlich? War das bei den Rocker-Sachen dabei? Das war wirklich bei den Rocker-Sachen dabei, also das muss gehen. Herr Butz, Sie sehen aus wie ein Obdachloser. Okay, meine Herren, jetzt brauchen wir nur noch geile Gefährte. Okay, okay, Rock'n'Roll, yeah! Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! Ja, Rock'n'Roll! Echte Biker prügeln sich auch mal! Rock'n'Roll, yeah! Rock'n'Roll! Rock'n'Roll!
Ja, Mama, ich bin leiser. Alex! Rock'n'Roll! Rock'n'Roll, yeah! Rock'n'Roll! Oh, Herr Butz? Ist das etwa schon Ihr Motorrad? Ja, das hat mein geiles Gefährt! Okay, meine Herren! Was machen wir jetzt? Moment mal. Ein cooler Motorradclub braucht natürlich ein Clubhaus! Bitte nicht schon wieder Geld ausgeben! Ja! Rock'n'Roll! Meine Herren, das hier ist unser geiles Clubhaus. Das hier vorne ist Henry, unser Mechaniker. Ja, Henry! Ja, Henry! Hier zieh meinen Finger, du Wichser! Ja, du bist Angestellter hier! Okay. Okay, meine Herren, folgen Sie mir. Hier ist die Werkstatt. Das ist unser cooler Clubraum zum Besprechen. Hier steht's. Der milde Jungs. Wir sind ein holländischer Motorradclan. Hinterher, los, das ist mein geiles Bike. Gucken Sie hier. Ja, warte, Marc Butz hat sich hingesetzt. Es dauert ein bisschen. Ja, ich brauch kurz. Moment. Was kommt jetzt her? Ja, guck dir diese Maschine an, Alter. Geil, oder? Harley Davidson. Ja, los, kommen Sie mich hier hin. Ja, guck mal hier. So, da ich hier der Clubleader bin, also kommt her, los. Hier auf dem Bett fick ich immer die geilen Rocker-Bitches, ja. Yeah. Und hier sind unsere geilen Waffen drin, ja. Yeah. So, das Bett ist echt eklig. Ja. Oh. Los, folgen Sie mir, kommen Sie mit, ja. Yeah. Ja. Hier oben wird richtig abgerockt, schaut euch das an, ja. Yeah. Hier kann man kiffen. Mögt ihr kiffen? Das hier ist Henriette. Das ist meine Schwester, die habe ich auch schon gefickt, ja. Yeah. Ja, los, Henriette. Was? Was ist das? Herr Butz, das sollt ihr eigentlich nicht hin. Alter, kipp dir erstmal einen, Bruder Alex. Sehr gut, ja. Meine Herren, wir können hier oben alles machen. Wir können hier Arm drücken, Dart spielen, kiffen und ja, sowas machen Rocker alles, ja. Rockige Sachen. Okay, meine Freunde, den ersten Job, den wir haben, ist in Downtown Angst und Schrecken zu verbreiten als echter Rocker-MC-Clan. Ja, los, hinterher! Auf geht's! Rock'n'Roll, yeah! Komm mit, Bruder, los! Ja, scheiß auf die Bullen, weiter geht's! Wir klauen dir erstmal ein geiles Bike hier, los, folgt mir, yeah! Komm, wir nehmen die Abkürzung hier, yeah! Einfach durch den Zaun fahren! Oh, oh! Oh, oh! Jungs, wir müssen ganz schnell hier weg, das ist der Stripclub, den wir gekauft haben. Einfach Motorrad tauschen, ist egal. Los, weg hier! Bruder! Alter, geil! Los, auf geht's! Doppelt so laut! Bruder Alex, komm mal hier! Wie sammle ich Autoreifen, obwohl ich Motorräder habe? Lass mich rein. Oh, das ist ziemlich männlich. Ja, saumännlich. Guck mal, meine Fässersammlung. Voll männlich. Männlich. Oder hier, dieser Gaskanister. Voll männlich. Komm rein, Bruder. Los, ja, tritt ein. Echt schweinekalt draußen. Okay, meine Herren, kommen Sie her, los. Ja. Meine Herren, ich schau mal, was das Darknet für uns bietet. Oh, ich bin aufgestanden. Das Darknet. Das Entennetzwerk. Das Darknet. Das Darknet. Okay. Ich kann, also, das geht nur mit einer öffentlichen Sitzung. Gut. Ja. Also. Die ist die geilste. Also, ich traue mich noch nicht auf eine öffentliche Sitzung. Das sind ja andere Spieler.